Jede Newcomer-Band kennt die Prozedur. Man verschickt hunderte von Demokassetten an Plattenfirmen und bekommt dann meist die gleiche Antwort, nämlich gar keine. So war das auch bei Blessed Union of Souls. Aber die Jungs waren richtig gründlich und haben nicht nur an jede Plattenfirma geschrieben, sondern auch an jede Unterabteilung der jeweiligen Plattenfirma. Und das war ihr Glück. Denn am Freitag kamen die Kassetten und am Montag tauchten plötzlich zwei Unterbosse beim großen Oberboss auf und beide hatten die gleiche Kassette in der Hand, nämlich Blessed Union of Souls. Naja, dachte der, wenn die beide unabhängig voneinander mit dieser Kassette kommen, dann muss ja was dran sein. Also flogen sie sofort nach Cincinnati, die Heimatstadt von Blessed Union of Souls. Und dort mussten die Jungs dann in ein benachbartes Fotostudio und eine kurze Unplugged-Session spielen. Eine halbe Stunde später hatten sie einen Plattenvertrag. So schnell kann das gehen, wenn man Glück hat. Ja, und kurz später waren sie in den Top Ten. Und nun kommt der absolute Höhepunkt ihrer Karriere. Sie sind hier. In SWF 3. New Pop Festival. In Baden-Baden.